Drachenkraftwerke. Das sind fliegende Windkraftanlagen, die Strömungen hoch in der Luft nutzen, um enorme Mengen Energie zu erzeugen. Was macht sie so viel besser als herkömmliche Windkraftanlagen und wie weit ist die Entwicklung? Sind diese Bilder hier demnächst Geschichte? Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, klickt jetzt auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video mehr verpasst. Los geht's! Etliche Startups auf der ganzen Welt entwickeln gerade Flugwindkraftwerke. Sie versprechen Erzeugerpreise von nur 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde Strom. Zum Vergleich Solarenergie. Da liegt der Preis momentan bei 4 bis 12 Cent. Sollte sich das als richtig erweisen, wäre Flugwindkraft nicht nur mit Abstand die günstigste regenerative Energiequelle, sondern auch günstiger als fossile Kraftwerke und das selbst, wenn man deren Folgekosten durch CO2-Belastung ausklammert. Aber warum sind sie so viel besser? Das wird deutlich, wenn man sich ihre Konstruktionsweise anschaut. Es gibt ganz grundlegend erstmal zwei Bauarten. Auf der einen Seite sind die kite-drachenartigen Entwürfe aus extrem leichten Textilmaterialien. Das macht sie extrem leicht und ungefährlich, falls sie mal abstürzen. Andere Firmen, darunter auch Makani Energy Kite, die von Google finanziert werden, setzen auf Materialien und Modelle, die wir eher von Flugzeugen und Hubschraubern kennen. Diese Flugwindkraftwerke haben Flügel und Rotoren, die beim Start und bei der Landung helfen, oben in der Luft dann aber zur Aufnahme der Windkraft dienen. Sie sind also der Rotor wie bei konventionellen Windkraftanlagen, aber halt beim Auf- und Abstieg eher sowas wie Propeller. Über Stromkabel wird die Energie dann zum Boden transportiert oder aber auch, es gibt Anlagen, wo die Energie erst mechanisch zum Boden gelenkt wird und dort dann der Strom produziert wird. Dabei ist die beliebteste Variante die sogenannte Jojo-Konfiguration. Und das ist echt verrückt. Also wir lassen einen Drachen steigen. Dabei wird er einfach, wie man das auch selber macht, abgerollt. Also er fliegt nach oben und rollt hier so eine Leine ab. Und dadurch wird ein Generator angetrieben. Ist der höchste Punkt erreicht, wird das Ganze wieder eingezogen und zwar interessanterweise mit weniger Energieaufwand, als vorab produziert wurde. Und der Trick dabei ist, die Tragflügel, die werden so eingestellt, dass er dann einen möglichst geringen Luftwiderstand hat und sich leichter wieder runterziehen lässt. Naja, und dann beginnt dieser ganze Zyklus von vorne. Und die Vorteile dieser Stromerzeugung am Boden sind das potenziell geringere Gewicht sowie die potenziell geringere Komplexität und die Kosten für die Tragflügel. Einige dieser Kraftwerke fliegen stationär über einem Ort und variieren nur die Höhe. Neuere Entwürfe, die erhöhen aber nochmal die Energieausbeute, indem sie Flugmanöver fliegen. Das kennt man vielleicht vom Kitesurfen. Sie fliegen zum Beispiel möglichst schnell quer zum Wind in Kreisbewegungen oder in Form einer Acht. Diese Flugmanöver, die erhöhen dann wieder die vom Wind überstrichene Fläche, die relative Windgeschwindigkeit an der Tragfläche und die von dem Kraftwerk nutzbare Windleistung. Das zugrunde liegende Prinzip, das lässt sich ziemlich gut mit konventionellen Windkraftanlagen erläutern. Also bei diesen erzeugen die Spitzen der Flügel den größten Teil der Leistung, weil sie sich am schnellsten bewegen und somit eine große Fläche überstreichen. Der Wind wird auf der gesamten überstrichenen Fläche abgebremst und nicht nur auf dem Kreisausschnitt, auf dem sich der Flügel gerade befindet. Um möglichst effizient zu sein, müssen die Tragflächen leicht und möglichst aerodynamisch gebaut werden. Was ich echt spannend finde, dass viele der Entwickler dafür nun aufblasbare Strukturen mit innenliegenden Kammern oder Seilabspannung verwenden. Je nachdem, wie stark der Wind gerade ist, können dann die Tragflächen erweitert bzw. reduziert werden. Unser System passt sich also den Bedingungen an und ist damit viel flexibler als konventionelle Kraftwerke. Jetzt wissen wir also schon mal, wie diese Windkraftwerke funktionieren und was sie so gut macht. Also sie sind extrem günstig, weil weniger Material notwendig ist. Sie sind schnell aufgebaut und sehr variabel und sie sind sehr mobil, denn ein Problem von konventionellen Windkraftanlagen ist ja, dass sie immer an der gleichen Stelle stehen müssen. Wenn also nicht genau dort Wind herrscht, wo die Rotoren der Anlage sind, gibt es keinen Strom. Deshalb ist der Jahresnutzungsgrad von konventionellen Windkraftanlagen leider nicht besonders hoch. Und eine andere logische Schwäche, man kann Windkraftanlagen nicht beliebig hoch bauen. Die Materialien und die Baukosten sind dafür zu hoch. Deshalb können Windkraftwerke zurzeit nur Winde bei ca. 220 Metern abfangen. Aber die Windstärke hängt extrem von der Höhe ab. Unten wird der Wind durch Reibung abgebremst. Es gibt Hügel, Wälder, hohe Gebäude und andere Hindernisse. Der Wind an der Oberfläche weht unregelmäßig, sodass Turbinen selbst an windigen Standorten in der Regel nur 30-40% der Energie sammeln, die bei kontinuierlichem Betrieb verfügbar wäre. Der Einfluss dieser Bremswirkung verringert sich natürlich mit dem Abstand zum Boden. Die Windgeschwindigkeit nimmt bis zu einer Höhe von 10 km immer mehr zu. Kraftwerke in großen Höhen könnten deshalb diese Zahl dank der gleichmäßigen Strömung auf bis zu 80% bringen. Am Boden beträgt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit etwa 5 Meter pro Sekunde, in den sogenannten Jetstreams dagegen 40 Meter die Sekunde. Das ist enorm. Eine neue Studie belegt, dass diese Jetstreams das 100-fache an Energie beinhalten, die die Menschen zurzeit verbrauchen. Also ganz kurz, Jetstreams, das sind diese Winde in den gemäßigten Breiten ganz hoch oben, die halt extrem schnell sind.
Nach Ansicht der an der Studie beteiligten Forscher sind Jetstreams also die vielleicht größte Quelle für erneuerbare Energien überhaupt. Es würde also eigentlich total Sinn machen, dort oben Wind zu ernten. Man geht davon aus, dass bei einer Verdopplung der Windgeschwindigkeit sich die im Wind enthaltene Leistung verachtfacht, bei Verdreifachung sogar schon auf das 27-fache zunimmt. Aber das sei schon mal gesagt, bei höheren Windgeschwindigkeiten braucht es auch eine höhere mechanische Festigkeit der Anlage und somit verstärkte Konstruktion. Und die derzeitigen Drachenwindkraftwerke, die fliegen noch nicht annähernd in der Höhe der Jetstreams. Aber grundsätzlich stimmt der Vorteil. Fliegende Windkraftwerke können genau dort platziert werden, wo stetig starker Wind herrscht. Und man kann sie in wechselnder Höhe betreiben, was auch ein Vorteil ist. Und bei schwachem Wind in bestimmten Luftschichten kann man den Drachen einfach ausweichen lassen auf höhere Schichten. Und man kann theoretisch mehrere Drachen übereinander fliegen lassen. Etwas, was man am Boden natürlich nicht machen könnte. Somit braucht man auch weniger Fläche, hat weniger Proteste durch Anwohner, da man auch keine riesigen Kraftwerke neben deren Häuser pflanzen muss und alle sind happy, oder? Die Idee, mithilfe von Drachen oder Ballons Winde für sich zu nutzen, ist natürlich schon ziemlich alt. Ihr kennt bestimmt zum Beispiel die Entwürfe von Leonardo da Vinci. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso gibt es diese Windanlagen nicht schon viel länger? Und da gibt es zwei Punkte, die wichtig sind. Einmal, dass es sich lange Zeit gar nicht gelohnt hat, weil fossile Brennstoffe so günstig waren, dass man damit wunderbar die Energie bringen konnte. Und das ändert sich jetzt einmal durch die Kosten und zum anderen auch dadurch, dass wir ja weniger CO2 ausstoßen wollen. Und das Zweite, das ist die Computerleistung. Mit fortschrittlichen Computern können viele Probleme behoben werden, die man früher nicht lösen konnte. Und einer der Vorteile ist zum Beispiel ein Autopilot. Stellt euch vor, da sind etliche Drachen in der Luft, die alle möglichst starke Winde einfangen wollen und deswegen ständig in Bewegung sind. Da muss natürlich ein sehr komplexes Warnsystem eingebaut sein, sodass die Drachen nicht gegeneinander fliegen und auch der normale Flugverkehr darf natürlich nicht beeinflusst werden. Aber solche Autopiloten, die werden immer besser mit immer besseren Computern. Und hinzu kommt, dass in den letzten Jahrzehnten extrem viel bei der Materialentwicklung passiert ist. Nun gibt es extrem widerstandsfähige und leichte Materialien, an die in den 40er Jahren zum Beispiel noch keiner denken konnte. Die Forscher von Kite Power Systems sagen sogar, dass ihr Drache einem Hurricane standhalten kann und während des Hurricanes einfach weiter Strom produzieren könnte. Das wäre natürlich ziemlich geil. Also können wir jetzt anfangen, alte Windkraftanlagen abzubauen und schöne Drachen steigen zu lassen? Leider ist es natürlich nicht so einfach, denn bis jetzt hat es noch keine Firma geschafft, einen wirklich dauerhaft in der Luft bleibenden Prototypen vorzustellen. Im Moment freuen sich die Entwickler noch über gelungene Testflüge, die nur wenige Stunden andauern. Und es ist extrem schwierig, aus den wenigen Äußerungen der Forscherteams überhaupt Prognosen abzuleiten, denn die konkurrieren alle miteinander und geben natürlich nicht so gerne Details preis. Aber ich habe tatsächlich für dieses Video einen Insider getroffen, der mir ein paar Infos zugespielt hat. Einer der Hauptaussagen aus diesem Gespräch war, dass demnächst tatsächlich Prototypen kommen werden, die sehr, sehr lange Zeit schon mal in der Luft bleiben können. Und das klingt auch ziemlich schlüssig, wenn man sich Videos von diesen Firmen anschaut. Die stellen nämlich immer öfter Videos online, wo man zumindest sieht, dass deren Anlagen für 1 bis 2 Tage in der Luft sind. Ein weiterer Punkt in dem Gespräch war, dass es ein Problem gibt. Und zwar gibt es noch zu wenig Studien zum Thema, was sind da für Auswirkungen in der Natur möglich. Denn man kann sich vorstellen, dass diese Windkraftanlagen wahrscheinlich zum Beispiel mit Vögeln kollidieren könnten. Denn die Vögel wissen ja gar nicht, was ist das da und warum bewegt sich das so komisch. Tja, und dazu kann man wirklich nur dann mehr sagen, wenn es flächendeckende Studien gibt. Und das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Hierfür bräuchten wir mehr Menschen im Bereich Naturwissenschaften, denn dort fehlen nach wie vor viele Fachkräfte und meiner Meinung nach oft, da dort ein falsches Bild von herrscht. Also ein falsches Bild davon herrscht, wie die Ausbildung ist und wie die Arbeit ist. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man werden kann. Und das Spektrum reicht von Mechanikern, die zum Beispiel unsere Windkraftwerke bauen, hin zu Physikern, die Grundlagen erforschen. Bei meinen Gesprächen mit den Startups, da kam immer wieder eine Sache auf. Und zwar, dass sie zu wenig Fachkräfte haben, um später diese Kraftwerke zu bauen. Und das ist ein total wichtiger Punkt, finde ich. Und deswegen habe ich mich mit der Agentur für Arbeit zusammengetan. Und nein, das ist kein plumpes Product Placement, sondern es ist tatsächlich fast, was ich persönlich ganz cool finde. Und zwar haben die ein Selbsterkundungstool entwickelt. Also, worum geht's hier? Hier kann man herausfinden, was für eine Ausbildung oder was für ein Studium zu einem passt, also nicht nur im MINT-Bereich, sondern überall. Und wie das gemacht wird, also man schätzt sich erstmal selber ein und dann macht man so Aufgaben, hier zum Beispiel so Logikaufgaben. Ich mache das einfach mal.
Und daraus wird dann entwickelt, ja, was passt denn zu mir, was könnte ich machen? Und das finde ich total sinnvoll, weil ich kenne sehr viele Leute, die was studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben und später festgestellt haben, das ist gar nicht das, was ich machen wollte. Das war nur das, was am naheliegendsten war. Und das kann man damit verhindern. Ich kann euch wirklich empfehlen, das Ganze mal zu machen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was bei euch da rauskam. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal schreiben, was soll ich noch zum Thema Energie machen? Denn da gibt es ja eine ganze Menge. Und wenn ihr da noch mehr sehen wollt, dann schaut euch mal das hier an. Das ist eine Playlist zum Thema Energie der Zukunft. Und lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns Dienstag und Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.